Hallo, heute zeige ich euch, wie man eine Spider-Man-Torte zubereitet. Das wird zum Schluss so aussehen. Dazu brauchen wir einen Biskuitteig, den wir selber machen werden. Die Zutaten dafür und die Zubereitung werden Sie am Ende des Videos sehen. Auch die Tortencreme werden wir selber machen. Nachdem der Biskuitteig fertig gebacken ist und gekühlt ist, teilen wir den in drei Teile. Für die Spider-Man-Kopfform habe ich hier eine Vorlage ausgedruckt. Man kann es auch natürlich per Hand machen. Wir legen die Vorlage auf den Biskuitteig und schneiden einfach los. Nun schneiden wir im Halsbereich die zwei obersten Tortenschichten weg und der unterste bleibt. Nun können wir die Tortencreme vorbereiten. Nun nehmen wir die zwei obersten Schichten des Kuchenbodens ab und streichen diese mit weißer Tortencreme. Jetzt tun wir Bananenscheiben drauf. Legen wir die zweite Tortenbodenschicht und verteilen die andere Tortencreme. Damit wir eine Kopfform erreichen, können wir in der Mitte ein bisschen eine Erhöhung schaffen. Nun legen wir die letzte Tortenschicht drauf. Das stellen wir nun für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank. Nachdem die Torte gut gekühlt ist, werden wir jetzt die Oberfläche dekorieren. Dafür habe ich Schlagcreme. So, fangen wir mal an. Die habe ich nämlich schon mal hier vorbereitet und verteilen das hier auf der Oberfläche. Den Rest der Schlagcreme werden wir weiter verwenden fürs Gesicht. Dafür brauchen wir rote und schwarze Lebensmittelfarbe. Das werden wir ein bisschen trennen. Nun können wir anfangen, das Gesicht zu zeichnen. Jetzt fangen wir an, die Linien nachzugehen. Zuerst mit der schwarzen Creme. Fangen mit den Augen an. Jetzt können wir anfangen, die Flächen zu füllen mit der Sahnespritze. So, fertig ist die Spider-Man-Torte. Ich habe mich jetzt auch fertig gemacht, bin auf eine Geburtstagsfeier eingeladen. Dafür ist auch die Torte. Bis zum nächsten Mal.